Gibt es saure und basische Nahrungsmittel? Selbstverständlich hat jedes Nahrungsmittel zunächst einmal einen pH-Wert, der es im Bereich von sauer bis basisch einordnet. Bei Flüssigkeiten können wir diesen Wert mit einem Indikatorstreifen ganz leicht bestimmen. Da können wir feststellen, dass Zitronensaft, Essig und Coca-Cola unter 3 liegen, also ziemlich sauer sind. Blut, das in manchen Kulturen getrunken wird, in allen Kulturen zumindest als Bestandteil des Fleisches gegessen wird, ist mit einem pH-Wert von 7,4 leicht basisch. Zur Erläuterung für Nicht-Eingeweihte: Der pH-Wert bewegt sich meist im Bereich von 0 bis 14, kann in seltenen Fällen auch tiefer oder höher liegen. Neutral ist der Wert 7. Alles darunter ist sauer, alles darüber ist basisch. Säuren geben Wasserstoffionen, also H+, ab, Basen lagern Wasserstoffionen an, beziehungsweise geben Hydroxidionen, also OH- ab, die sich mit Wasserstoffionen zu Wasser verbinden. Manche neutralen Stoffe werden beim Abbau sauer, so wird Zucker, der neutral ist, bei der Milchsäuregärung zu 2-Hydroxypropionsäure abgebaut, besser bekannt als Milchsäure. Das geschieht bei der Bereitung von Joghurt und Käse im menschlichen Körper unter Sauerstoffmangelbedingungen. Bei der Verdauung von Zucker entsteht Kohlensäure. Er wird also dabei auch sauer, da das Kohlenstoffdioxid ausgeatmet wird. Bleibt Wasser übrig, das wiederum einen pH-Wert von 7 hat, also neutral ist. Hat der pH-Wert nun irgendeine Relevanz für unsere Gesundheit? Stark saure Produkte schädigen zunächst einmal die Zähne. Auch der Speiseröhre tun sie nicht unbedingt gut. Sobald sie im Magen sind, ist kein Schaden mehr zu erwarten, denn die Magenschleimhaut der einmägigen Säugetiere ist auf Säure ausgelegt. Unser Magensaft enthält als reaktiven Stoff Salzsäure, also HCl. Deshalb müssen wir Chlor mit der Nahrung aufnehmen, etwa in Form von Kochsalz. Häufig hört man die Lehrmeinung, manche Lebensmittel würden den Körper sauer machen, andere würden ihn basisch machen. Was ist es denn im Körper, was sauer oder basisch werden soll? Eine Flüssigkeit, deren pH-Wert tatsächlich mit der Ernährung schwankt, ist der Urin, da der Körper überschüssige Säuren und Basen über die Niere ausscheidet. Da der Urin ausgeschieden wird, ist es gewagt, seinen pH-Wert als denjenigen des Körpers zu bezeichnen. Wie sieht es nun mit dem Blut aus? Blut hat einen pH-Wert von 7,4. Er schwankt nur innerhalb eines kleinen Bereiches. Blut hat einige Pufferkapazität. Und wenn der pH-Wert vom Normalwert abweicht, dann nicht als Folge der Ernährung, sondern infolge von Erkrankungen. Manche Ernährungsgurus sagen, man müsse basenbildende Nahrung zu sich nehmen, um gesund zu sein, denn alle Krankheiten können nur bei saurem Milieu auftreten. Andere Ernährungsgurus sprechen von einem Säuren-Basen-Gleichgewicht. Was steckt denn nun dahinter? Die Menschen möchten es gern einfach. Viele suchen einfache Antworten auf komplexe Fragen. So wollen viele auch einfache Regeln dafür, welche Lebensmittel gesund sind und welche ungesund sind. Und das Geschäft mit solchen einfachen Regeln prosperiert entsprechend. Aber der menschliche Körper ist nun mal nicht so einfach gebaut wie ein pH-Indikatorstreifen. Deshalb gibt es keine einfache Antwort auf die Frage, welche Nahrungsmittel gesund sind. Natürlich gehen nicht alle Krankheiten auf dieselbe Ursache zurück, wie diese Scharlatane uns glauben machen wollen. Dazu nur ein bekanntes Beispiel im Zusammenhang mit der Ernährung. Wir wissen vielleicht alle, dass Milchkonsum eine positive Korrelation zu Prostatakrebs zeigt, aber eine negative Korrelation zu Darmkrebs. Selbstverständlich bedeutet eine Korrelation nicht immer eine Kausalität. Aber solange mir niemand eine alternative Erklärung liefert, gehe ich als Arbeitshypothese davon aus, dass der Milchkonsum ursächlich für das erhöhte Prostatakrebsrisiko und für das verminderte Darmkrebsrisiko ist. Die Lebensmittel befriedigen kein einfaches Schwarz-Weiß-Denken,
Nicht alles ist nur gesund oder nur ungesund. Und nicht alle Krankheiten sind eine Folge der Ernährung. Wie glaubhaft sind Ernährungsberaterinnen, die falsche Ernährung als Ursache aller Krankheiten propagieren, während sie ihre eigene Gesundheit mit Rauchen ruinieren? Die Frage, welche Lebensmittel säurebildend sind und welche basenbildend sind, wird von den Ernährungsgurus unterschiedlich beantwortet. Einig sind sie sich nur in der völlig abstrusen Behauptung, Zitronen würden ihn basisch machen, sie würden Säuren neutralisieren. Ich habe sogar schon mehrere leicht manipulierbare Personen im vollen Ernst sagen hören, Zitronen seien basisch. Wie kann man so einen Quatsch glauben und nachplappern? Der pH-Wert lässt sich doch ganz einfach mit einem Indikator nachmessen. Leute, nehmt mal einen Indikatorstreifen und messt damit Zitronensaft. Dann wisst ihr es genauso wie ich aus erster Hand. Aber diese Einteilung der Lebensmittel in basisch und sauer oder basenbildend und säurebildend hat nichts, aber auch gar nichts mit irgendeinem objektiv messbaren pH-Wert zu tun. Dass Gemüse basenbildend sei und Fleisch säurebildend, ist nichts Messbares, nichts Nachprüfbares, sondern etwas Esoterisches, etwas von Gurus willkürlich Definiertes. Diese Einteilung drückt ausschließlich die Sympathien und Antipathien des betreffenden Gurus aus. Wenn du ein Ernährungsguru werden willst, dann sagst du einfach von den Nahrungsmitteln, die du unterstützen möchtest, sie seien basenbildend, und von denjenigen, die du schlecht machen möchtest, sie seien säurebildend. Mehr steckt wirklich nicht dahinter. Falls du dein Geld mit Nahrungsergänzungsmitteln verdienst, tust du gut daran, sie als basenbildend zu bezeichnen. Dann kann deine Werbung viele chemisch unbedarfte Personen betören. Und niemand wird dich fragen, was das heißt, was das konkret für Basen sind. Niemand wird von dir chemische Formeln fordern, die deine Aussage belegen. Die kannst du selbstverständlich auch gar nicht bieten, weil es sie nicht gibt. Die evidenzbasierte Medizin lehnt diese Lehre ab, weil sie weder mit chemischen Formeln zu erklären ist, noch durch empirische Beobachtung gestützt ist. Ein gesunder Körper mit funktionierender Niere regelt ohnehin den Säuren-Basen-Haushalt problemlos selber. Allgemein sollte man keine Ernährungslehre allzu ernst nehmen. Ernährungslehren sind Religionen, bei denen es um Recht haben, Ego und Gruppenidentität geht. Allerdings kann man bei Lehren wie der Paleo-Ernährung oder der Rohkosternährung dem Unsinn auch einen wahren Kern gegenüberstellen, was ich bestimmt irgendwann mal tun werde. Dagegen ist die basenbildende Ernährung schlicht und ergreifend höherer Blödsinn ohne jeglichen realen Hintergrund. Und nun lasset uns das Leben genießen mit leckeren Nahrungsmitteln, die den pH-Wert des Blutes unverändert lassen. Guten Appetit!